Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und unser Thema heißt Verletzt beim Sex. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich selbst beim Sex verletzt haben, die andere beim Sex verletzt haben, die sich vielleicht auch selbst beim Sex verletzt haben mit sich selbst oder auch gerne mit Leuten so aus dem Krankenhausbereich, mit Medizinern oder mit Krankenschwestern, die vielleicht das eine oder andere zu berichten haben, was da so in den Notfall Aufnahmestationen bisweilen so ankommt. Also, verletzt beim Sex, das ist unser Thema, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ich bin sehr gespannt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte unbedingt die Telefonnummer draufschreiben, damit wir zurückrufen können. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah und Sarah ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sarah. Verletzt beim Sex. Ja, habe ich erlebt. Hast du erlebt? Was ist passiert? Und das vom Übelsten. Ja, vor 7 Monaten bin ich mit meinem Freund zusammengekommen. Ja, und dann haben wir halt das zweite Mal miteinander geschlafen. Ja, und ich neige halt zum Krampfen. Ja, und dann habe ich halt einen Scheidenkrampf bekommen. Also, ja, das hört man ja immer wieder so. Ja. Scheidenkrampf? Ja. Während dein Freund mit dir geschlafen hat? Ja, richtig. Während dein Freund war grauenvoll. Ach. Erzähl mal, das hört man immer wieder, diese Geschichten, und ich war mir nie sicher, ob es das auch gibt, aber wenn du es jetzt erlebt hast. Ich habe selber auch sehr oft gehört und habe selber vorher nicht geglaubt. Ja. Also ihr wart wirklich im Geschlechtsverkehr, ja. Und erzähl mal, wie es abging. Ja, es war kurz vorm Ende und der war halt in mir drin und dann hat meine Scheide angefangen zu verkrampfen. Ja, und dann haben wir den Penis halt nicht mehr rausbekommen. Denn wir haben das erst noch nicht wirklich geglaubt. Wir haben beide höllische Schmerzen gehabt, ja. Und wir sind auch schon fast fertig gewesen. Ja, und als wir das dann doch so realisiert haben, dass es doch langsam ernst ist, blieb uns nichts anderes übrig, als einen Krankenwagen zu rufen. Also du hattest genauso Schmerzen wie er. Bei ihm kann ich es mir gut vorstellen. Ja. Aber bei ihm müsste doch die Erektion nachgelassen haben. Nee, ja eben nicht. Ja, das hat er festgestellt. Weil das Blut abgestaut war. So, jetzt so schmerzhaft das sicher für euch war, aber so lustig ist es ja, wenn man das zum ersten Mal jetzt hört. Ihr beiden klebt da zusammen. In der Tierwelt gibt es ja sowas. Es gibt in der Tierwelt irgendwie bei Paarungsverhalten von irgendwelchen Tieren, die können nicht auseinander nach einem. Die müssen eine gewisse Zeit sich paaren auf Teufel komm raus. Also, aber bei euch war es ja nur was anderes. Ihr klebt es zusammen. Und dann, wie ruft man da an? Was ist dann weiter passiert? Ja, wir haben dann halt ganz normal Feuer, also Krankenwagen angerufen und haben halt gesagt, dass wir während des Sex, dass wir halt zusammenhängen und dass wir nicht mehr auseinanderkommen haben. Das heißt, mit einem Krampfenschilde. Und die haben wirklich gedacht, wir verarschen die. Genau, wollte ich fragen. Haben die nicht geglaubt? Ja, genau, die haben es nicht geglaubt. Nein. Nur, wir haben beide wirklich höllische Schmerzen gehabt und die haben auf jeden Fall gemerkt, dass mir so die Tränen runterliefen. Ja. Denke ich mal, also dass sie gemerkt haben, dass ich am Weinen war, weil ich habe wirklich wahnsinnige Schmerzen gehabt. Ja. Und dann haben die das dann halt doch für ernst genommen und sind dann auch vorbeigekommen. Nur der Weg dann erstmal. Wie konntet ihr die Tür aufmachen? Akt zur Tür, zur Tür zu kommen. Ja. Das war höllisch. Es war höllisch. Einerseits war es irgendwo schon lustig, weil wir mussten irgendwo grinsen, aber es ging nicht. Ihr konntet ja dann nur so trippeln, ne? Immer so nebeneinander. Ja, die kriechen, krabbeln. Und wahrscheinlich bei jeder zu heftigen Bewegung tat es dann noch. Es hat völlig wehgetan, ja. Also ich habe auch Krampftabletten da und die wollte ich ja nehmen, aber da bin ich nicht dran gekommen, weil die sind nämlich im Badezimmer. So, dann habt ihr die Tür aufgemacht, dann kam der Notarzt mit Kollege. Ja, 2 Stück und ich werde es nie vergessen, diese Blicke. Ja. Ich werde es nie vergessen. Das war dann wahrscheinlich auch peinlich. Ja, es war sehr peinlich. Also man hat den Männern auf jeden Fall angesehen, dass das keine tagtägliche Situation ist. Ja, aber spätestens da haben sie es euch dann geglaubt. Ja, die haben uns auch am Telefon später auch abgenommen, auf jeden Fall. Ich meine, sowas passiert ja auch nicht alle Tage. Das heißt, die haben sowas noch nie erlebt? Nein, nee, auf gar keinen Fall. So, und dann? Nun waren die da, was macht man dann? Ja, die haben uns dann mehr oder weniger versucht, wieder ins Wohnzimmer zu tragen. Ja. Wir sind dann auch am Boden liegen geblieben. Wir haben sie dann direkt, weil die kennen das von mir mit dem Krampf, und das habe ich ja öfter, weil ich eine Nervenkrankheit habe. Aha. Und ja, dann haben die das direkt abgeschnürt, also alles hier die Kanüle gelegt und haben wir dann in Krampfmittel gespritzt. Ja, und das ging dann auch relativ schnell eigentlich, sag mal, als sie dann da waren,
fünf, sechs, sieben Minuten, wenn überhaupt. Wurde dieses Entkrampfungsmittel direkt in den Unterleib gespritzt? Nein, das wurde ganz normal im Arm reingespritzt. Ah ja. Mhm. Ja, zum Glück. Ja. Ich hatte genug Schmerz, aber ich glaube, das hätte ich dann auch nicht mehr wirklich. Ja. Und? Kein großer Unterschied gewesen. Das ging dann eigentlich zum Glück relativ schnell. Es hat sich dann gelöst. Ja. Und danach liefen, glaube ich, auch nur Freudentränen. Aber danach hat mein Freund auf jeden Fall einen Penisbruch. Ach du lieber Gott, das dann auch. Ja. Also nochmal, wie viele Minuten hat es gedauert, bis er dann auseinanderkam, nachdem das Zeug gespritzt war? Also insgesamt mit Krankenwagen, weiß ich, ungefähr 5 bis 7, also das ging schnell. Das ging ganz schnell. Ja, das ging auf jeden Fall, das war auch eine hohe Dosis. War das für dich dann, die Sache war für dich dann erledigt? Das hat sich entkrampft und du hattest dann keine Schmerzen mehr? Oder ich hab noch ein paar Tage später so starke Unterleibsschmerzen gehabt, so als wenn die Frau die Periode hat. Ist normal, weil alles verkrampft war. Ja. Aber im Grunde genommen diese Schmerzen, die Tage danach, war mir sowas von egal, ehrlich gesagt. Also weil so. Jetzt aber dein Freund hat einen Penisbruch. Ja, den haben die auch mit ins Krankenhaus genommen. Ja. Wie behandelt man einen Penisbruch? Muss man das operieren? Also, nein, auf gar keinen Fall, nein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also ich zum Glück, also ich habe ja auch nicht so eine Ahnung. Dieter Bohlen hatte auch mal einen Penisbruch. Ja, stimmt, das ist auch mein Gott. Ja, da geht er ganz offensiv mit um, in seinen Büchern schreibt. Ich weiß aber auch nicht, ich weiß auch, dass er im Krankenhaus war, aber was man da genau macht, du weißt es, erzähl. Ja, die haben sie mitgenommen wohl, dann haben sie ein ganz normal geröntgen alles, wie man das halt so kennt, wenn man einen Bruch hat. Ja, und dann hat der kann ja keinen Gips oder irgendwie sowas drum bekommen. Das ist halt ruhig gelegt worden so und halt Salbe und so ein Zeug, was man anrühren musste. Das habe ich ihm dann immer ein paar Mal drauf getan. Und das hat dann geheilt? Ja, aber das hat aber auch 3 Wochen gedauert. Und aber jedes Mal beim Wasserlassen hat er tierische Schmerzen gehabt, also es war grauenvoll für ihn. Ich dachte, dass man da einen kleinen chirurgischen Eingriff muss. Nein, also hat er nicht gehabt. Mhm. Weil Zum Glück nicht. Du hast gerade gesagt, dass du generell, du hast das Wort gebraucht, krampfst. Was heißt das? Was für eine Erkrankung hast du? Ich habe eine Polyneuropathie, das ist eine Nervenkrankheit. Ja. Und da neige ich halt schon öfter zum Krampfen. Und was heißt das? Wo überall? Überall im Körper? Ja, am Körper. Das ist dann der komplette Körper. Ah ja. Und wahrscheinlich wird da ein Zusammenhang bestehen, dass es sich dann eben auch auf den Unterleib in dem Fall dann mal ausgewirkt hat. Ja, und das hat dann auch mit Anstrengungen zu tun und je nachdem wie doll und ich darf dann nicht bestimmte Nerven oder so belasten und das war dann halt, ich meine, beim Sex denke ich da aber auch nicht dran. Das ist für mich auch anatomisch so schwer vorstellbar. Was passiert da genau in dem Unterleib der Frau, dass so eine, da ist ja eine richtige Kraft, ist der aktiviert, ne? Ja. Ich kapiere es wirklich nicht. Vielleicht wäre interessant, wenn ein Mediziner uns hört und vielleicht anruft und uns das erklären könnte. Ich fände es spannend. Das finde ich schön. Ja. Wann war das Ganze? Wie lange liegt vor das? Vor 7 Monaten. Ach, ich dachte, du wärst vor 7 Monaten erst mit ihm zusammengekommen. Ja. Und direkt war. Beim zweiten Mal. Ach du lieber Gott. Bist du noch mit ihm zusammen? Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis ihr dann wieder entspannten Sex tierische, hatte? Wir hatten tierische Angst davor, dass es halt nochmal passiert. Aber hallo, das hätte ich aber auch. Also knapp 2 Monate später. Und wir haben zwar vorher so wieder so ein bisschen rumgemacht und so, aber und es hat toll, 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 nichts mehr passiert. Toll, toll, toll. Und das geht im Moment, dass ihr ganz entspannt dann auch richtig miteinander schlafen könnt? Nicht mittlerweile. Ich hätte das ja immer im Hinterkopf. Gleich geht's wieder zu und dann. Ich meine, er hat ja dann vielleicht noch mehr Schmerzen gehabt als du, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem länger und stärker. Ja. Also im Hinterkopf ist es schon so, wenn das dann schon ein bisschen länger ist und wenn das dann halt nicht so ein normaler Sex ist, sage ich mal, also von der Dauer her, dann guckt man schon zwischendurch mal so ganz komisch und skeptisch und fragen, dann sollen wir wirklich noch weitermachen, so nach dem Motto. Kann man denn da prophylaktisch nicht, kannst du da nicht irgendwas einnehmen? Ja, kannst du. Ja, ich nehme mittlerweile Tabletten für das komplette Krampfen, also dass das auf jeden Fall nicht mehr passiert. Ah ja, gut, das ist dann ja schon mal so eine gewisse Sicherheit, ne? Wenn du weißt, ich habe die Dinger eingepfiffen, dann passiert das nicht so. Mann, oh Mann, das ist ja eine Geschichte. Das ist ja eine Geschichte. Also ich habe das sehr oft gelesen, früher, als ich noch ein bisschen jünger war, in der Bravo und dies und das. Aber wenn man es selber miterlebt, das ist schon ganz schön heftig. Wie viele Wochen hat denn dein Freund gebraucht, um diesen Penisbruch wieder in den Griff zu kriegen? Ja, also 3 Wochen war es ganz schlimm, aber nach 3 Wochen ging das so langsam wieder, es ist langsam abgeklungen, dann ging das beim Wasserlassen besser und so. Ja. Das ist sehr... Morgens war es ziemlich schwierig. Ja, klar. Auch in der Nacht wahrscheinlich. Auch in der Nacht. Also schlafen, sehr unruhig geschlafen, wach geworden, Schmerzen, der hat auch stark Schmerztabletten bekommen. Also ich erinnere mich, dass Dieter Bohlen das so beschrieben hat, dass das sehr, 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 sehr schmerzhaft gewesen war. Ja, war auch für ihn. Ja.
Also eigentlich doch schon ein tapferes Kerlchen, aber da sind auch schon mal ein paar Tränchen. Das ist aber auch. Also ich bin ja beruhigt, dass dieses böse Ereignis jetzt in Vergessenheit geraten ist bei euch. Ja, wir auch. Und dass ihr wieder entspannt euren Sex genießen könnt. Ja, wir auf jeden Fall auch. Sarah, alles Liebe, alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Ja, dann darf ich ihn noch, ich möchte meinen Freund auf jeden Fall grüßen und schnell ein Autogramm haben. Ja, du legst bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Okay, danke. Okay, tschüss Sarah. Tschüss. So, meine Lieben, also unser Thema, ihr habt es sicher schon mitbekommen, falls ihr dazu geschaltet habt, heißt verletzt beim Sex. Ich möchte gerne mit euch reden über Verletzungen, die ihr euch beim Sex mit anderen Personen zugezogen habt oder vielleicht auch anderen Personen zugefügt habt oder euch vielleicht selbst alleine auch beim Sex mit euch selbst. Und ich sag's nochmal, würde gerne auch mit Krankenhauspersonal sprechen, die oder mit Leuten, die in der Ambulanz arbeiten, was denen da so alles passiert. Ich hatte mal einen Freund, der war Arzt und hatte in einer solchen Ambulanz lange gearbeitet. Der hat mir Sachen erzählt, da schlackerten einem wirklich die Ohren. Verletzt beim Sex. 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Andrea ist hier und Andrea ist 22. Hallo Andrea. Hallo. Ja, hallo. Jetzt habe ich dich irgendwie anders auf dem Ohr. Ja, aber du kannst mich verstehen, ne? Ja, ich verstehe dich. Also was ist passiert bei dir? Nichts ist passiert. Es ist eine Krankheit, die ich jetzt seit, einem guten Jahr jetzt habe. Ja. Wo zuerst kein Mensch wusste, was es ist und mich der eine Arzt zum nächsten geschickt hat und der mir dann irgendwas erzählen wollte. Und jetzt ist im Endeffekt das Ende vom Lied ist, dass es wohl irgendeine Unterform von Neurodermitis ist. Nur in dem Bereich. Nur im Vaginalbereich? Ganz genau. Oh. Und wie macht sich das, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Es fing vor einem Jahr an, sagst du? Also mit der Hautgeschichte, mit der reinen Hautgeschichte fing es vor einem Jahr an. Also auf den Schleimhäuten liegt es dann? Das ist dann auf den Schleimhäuten und auf den Schamlippen und so weiter. Mhm. Das ist nicht sehr angenehm. Ja. Es fing aber vorher schon an, dass ich plötzlich ständig irgendwie die typischen weiblichen Krankheiten, Pilzinfektionen und so weiter hatte. Mhm. Und das wurde immer wieder behandelt und das kam immer wieder. Und irgendwann hörte das dann plötzlich auf und ging dann quasi fließend über in diese Hautgeschichte. Das äußerte sich dann darin, dass es Hautrisse gab und die Haut pellte sich regelrecht, wie beim Sonnenbrand kann man sich das vorstellen, wenn man das dann mit Creme einschmiert, Sonnenbrand, das ist dann ja so ein, Also, das stelle ich mir sehr äußerst unangenehm vor, einmal, weil es wahrscheinlich mit einem sehr starken Juckreiz verbunden ist und auch mit Schmerzen, ne? Ja, natürlich, wenn es dann aufgerissen war und dann geblutet hat und wie Pergamenthaut war das, also ich musste mich teilweise nur bücken und das riss einfach auf, ne? Also, es war... Und das geht jetzt, das geht seit einem Jahr jetzt? Ja, jetzt ist jetzt, also Januar ungefähr fing es an, letztes Jahr. Ja. Und erst habe ich da, also das kam teilweise erst am Anfang nur in so Schüben, also das ist, plötzlich war es da und dann ging es wieder weg und dann kam es plötzlich wieder, also interessant ist ja, dass es wirklich dann nur auf den Vaginalbereich beschränkt ist, also nicht irgendwie auf den Bauch oder die Oberschenkel oder nur in dem Bereich. Ja, und ich hatte vorher auch noch nie mit Neurodermitis zu tun. Ich bin zwar ein Mensch mit Allergien und so, aber man glaubt ja nicht. Ist das eine sehr ungewöhnliche Erscheinung von Neurodermitis? So lokal beschränkt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Was sagt dein Arzt denn? Der Arzt, der sagt mir jetzt, dazu hat er mir noch nichts gesagt, das habe ich ihn auch noch nicht gefragt. Ich habe mich halt am Anfang, als ich zu dem jetzt gegangen bin, ich war ja davor auch noch bei diversen anderen, bin ich zu ihm dann gegangen und der sagte mir dann halt, dass er nicht wüsste, was es ist. Mhm. Erst, das war das Erste und dann hat er versucht mit ein paar Cremchens mal dies ausprobieren, Pflegecremes. Erst ging er genauso wie die anderen Ärzte davor auf die Schiene zu trockener Haut. Das liegt daran. Und ich hatte schon allerlei Fettcremes und was man da alles... Wie lange hat es denn dann insgesamt gedauert, bis eine ordentliche Diagnose gemacht wurde von den ersten Symptomen? Das war jetzt erst im Januar eigentlich. Ach so, das heißt, du hast dich so lange damit rumgeschlagen. Ja. Hattest du während dieser Zeit einen Freund? Ich habe die ganze Zeit über einen Freund gehabt. Also im Prinzip fing das mit meinem Freund an. Also mit den ganzen Pilzsachen und so. Aber er ist nicht, oder hältst du es für möglich, dass er irgendwie
Ein nein. Überträger ist nein. Nein, das war Zufall. Nein, das haben wir alles abgeklärt. Ah, ja. Also, das ist aber alles. Wie du es gerade geschildert hast, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man da eine Sexualität leben kann mit einer solchen Erkrankung. Ja, das ist auch in dem Jahr jetzt wirklich schwierig gewesen. Dann kamen dann dazu noch Blasenentzündungen ständig, die mit Sicherheit auch irgendwie daher rühren. Mhm. Also vielleicht, weil das dann alles empfindlich ist oder so. Aber die ja auch extrem unangenehm ist für jeden, der sie hat. Es brennt und tut weh. Und ja. Da hat man ja alles andere als... vorher auch noch nie was mit zu tun. Ja. Also das ist irgendwie alles so ineinander geflossen. Und irgendwie finde ich aber auch, es gibt auch keinen Arzt, der das alles als Gesamtbild sieht. Es gibt immer nur die Ärzte, die sagen, oh, das ist eine Blasenentzündung, da müssen wir was gegen tun, oh, das ist diese Hautgeschichte, da müssen wir, aber das als Gesamtbild wird irgendwie nie betrachtet. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich da dann teilweise echt auch noch so wütend drüber geworden bin. Ich habe versucht, mich in allen möglichen Informationsquellen, habe ich versucht, mir Informationen zukommen zu lassen, aber es kommt halt nichts. Ne? Mhm. Und jetzt im Endeffekt habe ich eine Creme, die mir momentan sehr gut hilft. Und das ist jetzt wieder einigermaßen möglich mit dem... Ist das eine Cortisoncreme? Es ist, glaube ich, ein Cortisonersatzstoff. Ja. Also diese modernen Cremes, die ist eigentlich ganz gut jetzt. Aber das heißt auch, das geht auch nur so lange gut, solange du das dann einreibst, ne? Vermutlich. Ja, natürlich. Ja. Und spontan Sex haben ist dann auch nicht mehr, ne? Muss man natürlich vorher säubern, weil das darf nicht an die... man darf es halt nicht... irgendwo hinkommen lassen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas hat und dann noch eine Blasenentzündung dazu immer wieder, das auch noch auftritt, dass man da auch gar keinen Bock auf Sex hat. Da liegt einem, ne, alles andere, oder? Also das ist bei uns ein bisschen anders, weil wir sehen uns immer nur am Wochenende und dann, also ich habe eher keinen Bock mehr auf die Krankheit, sagen wir es mal so. Ja, klar. Also es gibt durchaus, ihr schafft miteinander. Kannst du dich denn dann auch so richtig gehen lassen und hast du Angst, dass da irgendwie was aufreißt oder aufplatzt? Das hatte ich sehr, aber wir haben uns Hilfsmittel besorgt, ne? Gleitgel und alle Gleitmittelchen, die es gibt. Nur da bin ich teilweise auch empfindlich drauf. Da gibt's auch nur ausgewählte Sachen. Und also man versucht sich da halt irgendwie zu helfen und wenn es gar nicht anders geht, dann erstmal halt den reinen Geschlechtsverkehr, den Geschlechtsakt wirklich weg und versucht sich halt anders. Klar, es gibt ja viele andere tolle Sachen, die auch gut sind und wo man auch seinen Spaß haben kann. Wirklich, ja. hast du denn den Eindruck, dass du da bei diesem Arzt, wo du jetzt bist, so ganz eben nicht, ne? Bei dem mittlerweile habe ich den Eindruck, dass er sich jetzt ein bisschen darauf einstellt, dass es wirklich diese, also dadurch, dass das Medikament halt jetzt endlich mal anschlägt, dass es da wirklich diese Sache ist und dann vertraue ich ihm jetzt auch mal, weil es bringt auch nichts von ihm, also ich bin ja bisher immer von einem zum nächsten getingelt, das bringt ja auf Dauer nichts. Vielleicht hat ja der eine oder andere Zuschauer von unserem Publikum noch eine Idee, was du tun könntest. Ja. Und dann würden wir es gerne an dich weiterreichen. Das wäre nett. Dann verbleiben wir ganz einfach so, Andrea. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und wenn hier was Interessantes reinkommt, schicken wir es an dich und melden uns bei dir. Okay. Okay? Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Unser Thema heute Abend heißt Verletzt beim Sex. Wer von euch hat sich schon beim Sex verletzt? 0800 220 5050. Weiter geht es mit der Frauke. Und Frauke ist, da muss ich meine Regie mal bitten... Ja, da haben wir sie. Frauke, 53 Jahre. Hallo, Frauke. Hallo, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich habe gerade euer Thema gesehen und dann gesehen und dann musste ich etwas schmunzeln. So. Das erinnerte mich so an meine Schülerinnenzeit. An deine Schülerinnenzeit? Jawohl. Das liegt ja schon eine Weile zurück. Jawohl. Was hast du angestellt? Als Schülerin, als Hebamme. Ach so, du bist Hebamme vom Beruf. Ja, wir hatten auch schon mal telefoniert. Da ging es mal um Schwiegermütter. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ja, vage. Ganz lange her. Aber darum geht's jetzt nicht. Nee, es geht jetzt um eure Verletzungen beim Sex. Genau. Also du erinnerst dich an die Zeit, als du Hebamme gelernt hast. Ja, als Schülerin. Als Schülerin. Bochum. Ja. Und ich hatte meinen ersten Nachtdienst. Ja. War zwar selber schon Mutter, aber irgendwie noch ein bisschen unwissend. Und dann ich muss das Wohnzimmer gerade verlassen. Höre ich dein Kind im Hintergrund? Nee. Der ist schon 30. Okay. Ungewöhnlich, ne?
Naja, auf jeden Fall kriegen wir da einen Anruf, dass gleich eben der Krankenwagen mit zwei Patienten kommt. Und wir möchten doch ein bisschen uns zusammenreißen. So, und dann kam der kamen die Sanitäter. Sie lag unten auf der Trage, obendrauf der arme Kerl. Eingeklemmt. Ach, das Gleiche, was wir gerade gehört haben? Weiß ich nicht, also, ich habe mich gerade erst zugeschaltet. Ja, also es ging um einen Scheidenkrampf? Jawohl. Ach, ja, erzähl mal von der Warte der Medizinerin quasi. Ja. Die medizinische Sicht. Ja, damals war ich noch Schülerin. Ja. Naja, auf jeden Fall, die beiden kamen da an, die hatten das im Auto wohl gemacht und sie hat dann Scheidenkrampf bekommen. Ja. Und bis die mal ersten Patienten dann darauf merksam gemacht haben, haben die Sanitäter die da aus dem Auto gezogen. Was offensichtlich, glaube ich, sehr schwierig ist, ne? Wenn man aus dem Auto jemanden, die da so verpappt miteinander sind. Ja, und dann kam die eben an, wie ich schon sagte, die Ohren von den Sanitätern hatten Besuch. Und dann klemmte auch noch unser Fahrstuhl. Das heißt, es war so eine 5 cm Stufe. Ja. Und die mit den Rädern drüber und der arme Kerl, der hat gejault. Und wir alle ganz ernst. Ganz todernst. Obwohl euch das wahrscheinlich auch peinlich war, ne? Oder? Uns? Nee. Dem? Den sowieso. Ich meine, war es euch nicht auch irgendwie, weil das so eine ungewohnte Sache war? Ja, wir haben versucht, ihr habt innerlich wahrscheinlich zu bemühen, haben beim Buscopan aufgezogen. Was ist das? Buscopan ist ein krampflösendes Mittel. Ah ja. Mhm. Gerade so für den weiblichen Genitalbereich und gibst du ja auch bei starken Menstruationsbeschwerden. Dann hat der Arzt ihr die IV gespritzt und dann durfte der wieder darunter klettern. Und dann ging das ruckzuck. Ja, es hätte auch gereicht, wenn die Sanitäter im unbedachten Moment einfach sie mal mit einem Nadel im Popo gepiekt hätten oder so. Dann hätten sie sich auch erschrocken und dann hätte sie ehrlich, so das hilft, Nadel im Popo picken. Ja, und das wäre super, wenn Sarah jetzt noch zuhört. Also macht euch keine Sorgen, wenn es wieder passiert, patsch, Nadel im Popo. Irgendwie die Frau erschrecken, dann lässt sie los. Ja, meistens entsteht das ja. Ja, erklär es uns bitte, wie es entsteht. Anatomisch. Ja, das sind psychische Sachen. Das hast du, ich kann es dir ja vorstellen, vor 30 Jahren, also ich muss dazu sagen, waren beide verheiratet. Mhm. Und wahrscheinlich diese Situation, da im Auto, keine andere Möglichkeit gehabt. Mhm. Und irgendwie Frau verspannt und dann peng, ist es passiert. Also das hat meistens psychische Ursachen. Mag sein, aber was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass dann so eine Kraft sich dort unten konzentriert, dass wirklich der Penis nicht mehr rauskommt. Wie kann man das erklären? Das ist, wenn du dir den weiblichen Beckenboden nimmst, besteht der weibliche Beckenboden aus unzähligen Muskeln. Ja. Zum Beispiel einer der tiefen Scheidenmuskeln ist anschließend dein Oberschenkelrückmuskel. Aha. Ja, das heißt also, wenn irgendeine verspannte Situation ist und spannst dein Bein an, spannst du automatisch auch den Beckenbodenmuskel an. Das ist bei euch Mädels so? Ja, natürlich. Denke mal, das ist bei euch Jungs auch so. Weil man weiß ja auch heute, wenn wir über die Rückbildungsgymnastik sprechen, sprich was Frauen nach der Geburt machen, wenn das die Herren der Schöpfung auch machen würden, hätten die im Alter viel weniger Prostatabeschwerden. Ach so. Ist einfach so. Ist einfach so. Und in England wird das ja auch gemacht, dass man Männern auch zur Rückbildung oder Beckenbodentraining, ihr habt ja im Grunde genommen die gleiche Muskulatur. In den ersten 3 Monaten ist ja auch der Fet noch geschlechtslos. Ja, ne? Also das heißt im Klartext, das kann anatomisch wirklich alles so sein. Was heißt, es kann so sein, du hast es ja nur auch miterlebt. Und zwar sind es ganz, ganz häufig psychische Situationen. Mhm. Sie nicht einverstanden, meint, sie muss aber. Mhm. Und dann passiert das. Also es ist immer eine organische Geschichte, steckt meistens nicht dahinter. Es ist immer psychisch. War denn von dem Fall, von dem du gerade erzählt hast, war da der Penis des jungen Mannes auch verletzt danach? Nö. Nö. Der hat nur... Der hat ein bisschen gejault und gejammert, dann aber gut. Ja, war gut. Ja, weil die Sarah, meine erste Anruferin, hat gerade erzählt, dass ihr Freund einen Penisbruch danach hatte.
Ja, dann war sie aber arschverkrampft. Also unser hatte Gott sei Dank nichts. Er konnte dann, nachdem sie dann Buscutan bekommen hatte, ich kann mir vorstellen, dass er die nächsten 2-3 Tage beim Wasserlassen etwas Probleme gehabt hat. Ja. Aber nicht in dem Sinne, dass er schwer verletzt war. Was haben die beiden, als sie dann getrennt waren, haben die noch irgendwie ein bisschen mit euch gesprochen? Haben nee, die waren dann weg gleich. Knallrote Köpfe und ab. Ich meine, hätte ich genauso gemacht. Ja, klar. Ja, natürlich, das ist ja auch unglaublich. Aber stell dir, das war ja auch, Mensch, das war vor 30 Jahren. Ja, überleg mal, in unserer Jugendzeit, kann ich mich noch dran erinnern, wir konnten ja auch nicht zu Hause, wenn wir einen Freund hatten, sondern mussten immer irgendwo in welchen Autos. Ja. Und ich meine, die Jugend um heute ist da echt rum betrogen. Ja. War eine schöne Zeit. Aber naja, also ich weiß nicht. Ich denke mal, diese Vaginalkrämpfe waren dann natürlich auch. Aber du hast ja dann viele Berufsjahre dann mittlerweile hinter dir. Ja. Ist dir da irgendwie noch was anderes mal? Ja, das Gleiche, also in dieser gleichen Nachtwache, ich weiß nicht, was da los war, kam dann eben ein ganz, ganz junges Pärchen. Die hatten zum ersten Mal miteinander geschlafen und sie hat furchtbar geblutet. Und jetzt durften die Eltern das nicht wissen, ja, vor 30 Jahren. Und dann haben wir gesagt, ja, wir nähen das, ne? Und dann hätte sie nach Hause gedurft, weil der Freund, der war ganz fertig, ne, wie sagt man es, den Eltern und so. Und dann ist sie uns aber leider kollabiert und dann konnten wir sie nicht mehr nach Hause lassen. Und da mussten wir also wirklich die Eltern anrufen und haben dann eben auch diese Notlüge genommen, dass sie plötzlich ganz starke Blutungen bekommen hat. Ja. Also wir haben den Eltern dann nicht erzählt. Wie nett. Ihr habt sie nicht verraten. Dass das nicht dadurch passiert war. Gut, dass die Zeiten vorbei sind, wo man sich da so angestellt hat. Aber war ja so. Ja, war so, glaube ich. Ja, sicher, klar. Frauke. Ja. Das war nett, dass du angerufen hast. Ja. Es hat mich gefreut, dich wieder mal gehört zu haben. Ja, so alle paar Jahre. Obwohl das, glaube ich, viele Jahre her ist, ne? Ja, ich denke mal, so lange ist das schon her. Da ging es über Schwiegertöchter. Ja. Nee, mir fällt gerade ein, wo du gerade von der Notaufnahme sprichst. Ich hatte mal vor 2 Jahren oder so eine Anruferin, die erzählte von ihrem Freund, der irgendwie ihr eine Überraschung machen wollte. Und dieser Freund hat, wir dürfen es uns gar nicht richtig vorstellen, aber so war es. Ja. Er hat einen Rosenstiel in seinen Penis eingeführt. So weit wie möglich. Und hat sie dann mit der Rose im Penis begrüßt. Wie hat er das ausgehalten? Ja, wie hat er das ausgehalten? Vor allen Dingen, wie hat das wieder rausgekriegt? Er kriegt das nämlich nicht wieder raus. Und da musste er auch zur Notaufnahme und irgendwie mit Ärzten und die haben das dann irgendwie rausgeholt. Ja, wir hatten auch schon mal eine Frau, fällt mir gerade ein, das kann ich laut sagen. Die hatte sich mit einer Flasche befriedigt. Ja. Und dann ist ein Vakuum entstanden und dann stand das hinkt, das Ding. Und was macht man dann? Wir haben einen Handwerker geholt, der ist mir Mama gekommen und dann die Gynäkologe die Flasche unten vorsichtig zerschlagen, dass keine Splitter in Erscheinung waren und dann den Boden ab und dann war der Vakuum weg und dann haben wir die Flasche wieder rausgekriegt. Aber da muss der Handwerker, das hätte der Chirurg da auch machen können. Wozu muss ja, der musste ja nur den Hammer bringen. Ach so, der musste den Hammer bringen. Also, und der Chirurg hat dann gehämmert. Ja. Ganz vorsichtig. Oh. Ja, also da sind schon. Das stelle ich mir dann für denjenigen, der da liegt oder die Frau, von der du gerade gesprochen hast, sehr peinlich vor. Ne? Wenn das die ist mit auch denen unheimlich peinlich und du musst trotzdem professionell damit umgehen. Und was hätte sie sich empfinden? Erkennen. Ja. Ich meine, ein Vakuum kann ich mir vorstellen. Das tut auch sautierisch. Ja, bestimmt. Ja. Was war das für eine Flasche? Eine große Flasche? Eine kleine Cola-Flasche. Mhm. Also Mädels, Vorsicht, ne? Ja. Keine kleinen Cola-Flaschen. Ja, genauso wie auch mit den Staubsaugern bei den Herren. Wir wollen gar nicht drüber sprechen. Das ist mir bis heute ein Rätsel, wie die Männer so doof sein können. Ja. Und ihren Pimmel so da reinstecken, wo auch gleich dann diese rotierende, dieses Ding da ist. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist mir völlig ein Rätsel. Aber gab es alles und gibt es wohl immer wieder. Ja. Liebe Frauke, danke für deinen Anruf. Ja, ebenso. Schönen Abend noch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Michael und Michael ist 59. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Verletzt beim Sex. Ich möchte auch etwas dazu beitragen und zwar etwas sehr Interessantes. Ich habe mit 25 Jahren eine Penisfraktur, so nennt man das, eine Penisfraktur gehabt. Was ist das? Eine Penisfraktur, die ist entstanden, man sagte damals, durch entartete Geschlechtspraktiken.
Also ist das auch so ein Bruch, Penisbruch? Ja, das ist es auch. Ja. Und zwar ging das folgendermaßen. Beim normalen Geschlechtsverkehr, der noch gar nicht ausgeübt wurde, also meine Frau wollte sich darauf setzen und das hat sie so ungeschickt gemacht, dass sie abgerutscht ist und voll da drauf geknallt ist. Ah, ja, so passiert's. Und dann sind Schwellkörper geplatzt. So, und in Sekundenschnelle wurde das Ganze riesig dick, glasig, Blut unterlaufen und es entstand ein Bluterguss. Und du hast wahrscheinlich Panik gekriegt. Natürlich. Natürlich. Meine Frau hat mich dann sofort in die Uniklinik hier in Essen gefahren. Ja. Bin hier im Ruhrgebiet ansässig. Ja. Und dann fand sofort eine Notoperation statt. Konntest du überhaupt gehen? Nein, nein, kaum noch. Kaum. Also es war mit Schmerzen verbunden, die unerträglich waren. Mhm. Die Notoperation, also man muss sich das so vorstellen, da werden direkt unten die Schamhaare wegrasiert. Ja. Und dann geht das los. Dann direkt auf die Bahre und dann nach der Operation, nach dieser Notoperation hatte man mir also einen Blasenschnitt gemacht. Da wurden direkt Katheter eingeführt, worauf dann woraus der Urin ablaufen konnte und so weiter und das ganze Blut. Und der Penis war voller Blut und wäre diese Operation nicht gewesen, dann hätte eine dauernde Impotenz stattgefunden. Deshalb musste sofort operiert werden. Also, das hatte ich auch so eine Erinnerung. Ich hatte die Sarah das ja auch gerade gefragt. Ja. Ich meine, es auch gelesen zu haben, bei einem wirklichen Penisbruch, vielleicht war es nicht so ganz, kein richtiger Penisbruch bei ihrem Freund, dass dann operiert werden muss. Also, richtige Operation mit Vollnarkose? Ja, natürlich, Domian. Und das Schlimmste kam nach der Operation. Wollte ich gerade fragen. Die Hölle auf Erden. Die Hölle auf Erden bestand darin, dass ich in einem Bett lag. Da hatte man einen Drahtkorb wie so eine Fischreuse gemacht. An diesem Drahtkorb war dann zwischen Drahtkorb und Penis, der Penis verbunden, aufgehangen mit einem Gummiband. Und dieses Gummiband hing dann oben am Drahtkorb. Deshalb, damit das Blut nicht in die Hoden lief, wurde dann unten unter die Hoden noch Kissen getan, damit die hochgelagert wurden und so weiter und so fort. Dann bin ich morgens aufgestanden, nach einiger Zeit. Ja. Und dann lief mir das Blut so weg. Das lief vorne raus. Überall lief das Blut. Durftest du? Waren die Leukoziden. Entschuldigung. Durftest du aufstehen direkt nach der Operation? Nein, nicht direkt danach. Das waren Tage danach. Ah, ja. Dann waren die Leukoziden. Die waren so durcheinander. Ich weiß nicht, die Zahl kenne ich nicht mehr, aber das waren statt 10.000 dann 40.000 oder das ging kreuz und quer. Ja. Das war mit Fieber verbunden und. Wie lange hast du denn da im Krankenhaus gelegen? Sechs Wochen habe ich in der Uniklinik in Essen gelegen. Ach du die Welt. Und dann bin ich entlassen worden und dann habe ich also daran zu knacken gehabt, noch ein halbes Jahr. Und dann wurde dann vorsichtig mal wieder der Kontakt aufgenommen, sage ich mal. Ja. Sprich der Geschlechtsverkehr. Ja. Und ich muss sagen, nachträglich und sind ja jetzt ein paar Jahrzehnte vorbei. Mhm. Und das klappte wieder wunderbar, ne? Ja, aber ich konnte mir auch da vorstellen, dass man da oder dass du da sehr vorsichtig warst und vielleicht auch die erste Zeit sehr verkrampft, dass bloß um Himmels Willen nicht nochmal sowas passiert, ne? Ja, das war ganz zu Anfang und ich muss auch sagen, da hat mir meine Frau sehr beigeholfen. Mhm. Das geriet aufgrund des Wollens gar nicht mehr ins Gehirn. Also das wurde dann irgendwie so wegge... der Drang war stärker, sag ich mal. Aber wie gesagt, ein halbes Jahr hat es gedauert, bis ich mich dazu... Und so Orgasmusfähigkeit und so war, die war ja unbeeinträchtigt. Dadurch, alles ganz normal ganz wieder, normal. Nur nach so einer Penisfraktur ist der im Penisschaft nicht mehr so ganz, wie soll ich sagen, nicht mehr so ganz stabil. Ja. Ja, im Penisschaft nicht mehr ganz so stabil. Hat das Auswirkungen? Muss man sich nein, dann, nein, nö, hat keine Auswirkungen. Nein, also es funktioniert. Funktionierte nach dem halben Jahr genau wie immer. Ja. Nur, wie gesagt, dann wurde etwas vorsichtiger damit umgegangen. Natürlich, aber, wie gesagt, dann anschließend so nach einem Jahr ging's wieder war rund. Das Ganze weggekriegt. Meine Frau war damals täglich im Krankenhaus aufgrund der Tatsache, weil die Ärzte vermuteten,
was mir gar nicht bewusst wurde, weil ich 25 Jahre alt war, dass ich aufgrund dieser Tatsache irgendwie da, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Ding drehen würde. Was weiß ich, was sie gedacht haben, vielleicht aus lauter Depressionen aus dem Fenster springen oder sonst was. So, ne? Weil es so schlimm war. Das hing damit zusammen, ja. Wie war das denn? Das wollte ich gerade noch fragen. Die ersten Tage so oder die erste Woche nach dieser Operation, das ist ja eine fürchterliche Vorstellung, wie du auch gerade beschrieben hast, wie du da gelegen hast, wie das alles aufgehängt war. Wie ist das denn so? Männer kriegen ja in der Nacht Erektionen im Schlaf. Das muss doch dann auch wahnsinnig wehgetan haben. Ich muss noch eben kurz einfügen, das, was du gerade angeschnitten hast. In der Zeit, also ich in der Stunde, wo ich also wach wurde, du musst dir vorstellen, liegst in deinem Bett, die Bettdecke ist über dir, aber über dir ist dieses Drahtgeflecht. Du liegst also da und siehst aus, als wärst du schwanger. So musst du dir das vorstellen. So hoch gebaut und dann das Ganze darin aufgehangen. Diese Erektion, die setzte diese 6 Wochen zum Glück nicht ein. Ich weiß nicht, ob ich damals Medikamente bekommen habe, dass das nicht passierte, weil das hätte einfach nicht passieren dürfen. Denn das war ja alles auch seitlich rechts genäht worden. Ja. Das heißt, hast auch jetzt richtige Narben auf dem Penis. Ich habe 2 Narben. Ich habe einmal diesen Blasenschnitt, also ganz tief unten angesetzt. Der ist ungefähr 8-9 Zentimeter breit. Und dann habe ich an der rechten Penishälfte habe ich eine Narbe natürlich, eine lange Narbe. Ne? Nun ist das ja durch ein Versehen deiner Frau passiert, so kann man sagen. Weil die sich ungeschickt darauf gesetzt hat. Die ist abgerutscht dann irgendwie und dann ist das passiert. Gab es mal irgendwann einen Moment, dass du ihr einen Vorwurf gemacht hast, Mensch, warum hast du dich denn da so blöd angehört? Nein, dazu bin ich gar nicht gekommen. Im Gegenteil, ich habe noch gesagt, was die Ärzte auch wunderten, ich sag, sei bitte vorsichtig und fahr vorsichtig nach Hause und dann war aus, ne? Ja, aber es hätte ja hinterher kommen können, Nein, habe ich nicht. Ja, es war ja auch kein Mutwillen. Es war ja wirklich ein Unglücksfall und ein Versehen, ne? Das war ein Versehen. Aber diese Stellung, die habt ihr dann wahrscheinlich so schnell nicht mehr gemacht später. Nein, die haben wir dann abgeschafft. Ich habe dann nach 5 Jahren haben wir die wieder eingeführt. Ja. Und ich muss sagen, also auch dabei, es funktioniert tadellos, nur es wird etwas vorsichtiger angegangen. Also, das klingt wirklich äußerst schmerzhaft und äußerst unangenehm und da kann man froh sein, wenn man als Mann davon verschont bleibt. Ja, dieses Psychische dazu, du wirst morgens wach, guckst in diesen Urinbeutel, der am Bett hängt und da ist kein Urin drin, da ist Blut drin. Ne? Das macht dich so fertig. Hat 6 Wochen gedauert. Ne? Und dann waren auch die Blasenentzündungen kamen auch dazu. Auch noch. Das ist ja klar, wenn dann nur immer Blut kommt und so weiter, dann entzündete sich die Blase. Und wie gesagt, wenn ich mich dann morgens ans Waschbecken stellte, dann lief mir so das Blut weg. Ne? Und dann lag da unten nur noch Blut. Hast du dich eigentlich währenddessen während dieser Behandlungszeit im Krankenhaus, ich meine, das ist ja nun schon eine sehr sensible Region da unten, hast du dich ja manchmal auch ein bisschen geschämt, wenn die Schwestern dann da sauber machen? Nein, gar nicht. Da bin ich gar nicht zugekommen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ich habe nur diese Schmerzen gehabt und habe ständig gesehen, was da vor mir aufgebaut war und so weiter. Da habe ich gar nicht. Ich habe wohl ein schlechtes eine schlechte Erinnerung. Da hat ein Pfleger ungeschickt die Bettdecke weggerissen und da flog der ganze Drahtkorb hoch und ich natürlich mit bis an die Decke. Also das waren so. Und dann wurden diese Löcher da, dieser Blasenschnitt noch verödet, weil das immer wieder blutete und So, jetzt machen wir hier einen Strich drunter und wir sind alle sehr froh, dass du wieder richtig gesund rausgekommen bist. Dankeschön. Und all die Zeit dann auch deine Sexualität hast wieder genießen können. Lieber Michael, alles Gute wünsche ich dir und vielen Dank für den Anruf. Nette Gesprächspartner. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Da geht das Telefon von Michael. Und ruckzuck, es geht weiter mit Sabine. Und Sabine ist 38 Jahre alt. Guten Morgen, Sabine. Ja, morgen, Domian. Also Sabine. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ist normal. Verletzt beim Sex. Ja, ich bin Anästhesieschwester und habe also auch schon vieles in meiner Zeit als Anästhesieschwester im OP halt erlebt. Ja, das glaube ich. Und lustige Sachen, ich habe auch schon gerade erzählt, auch viele auch Sachen, die dann auch schon nicht mehr zum Schmunzeln waren, wo es dann zu starken Blutungen, gerade bei Frauen, bei vaginal
Einrissen dann kamen, die mit Fremdkörpern halt irgendwie Spielchen gemacht haben. Mit was für Fremdkörpern zum Beispiel? Ja, also wir haben es nie richtig rausgekriegt, weil da ist ja auch eine sehr hohe Schamgrenze halt. Ja. Und also das hat uns auch damals der Gynäkologe gesagt, bei der Vaginalverletzung, die Frau damals hatte, musste irgendwie ein harter Gegenstand, also Holz oder Plastik oder sonst was, also es war sicherlich kein Dildo oder so, ja. Also es war schon heftig und wenn man dann nachfragt, dann kriegt man natürlich auch keine Antwort, weil die sich natürlich schämen. Ne? Ja, ja. Das ist schon heftig, ne? Wenn du zurückdenkst, was war der Fall, der für dich am beeindruckendsten, im skurrilen oder auch im schlimmsten Sinne war? Ja, habe ich schon gerade erzählt. Und zwar hatten wir irgendwann mal einen Patienten, der hatte eine Klobürste im Popo. Nein. Aber nicht mit dem Handgriff, sondern mit den Borsten. Nein. Ja, Ein Mann. Eine Klobürste. Eine Klobürste im Po. Ja, im Po. Eine Klobürste ist. Ja, wie eine Faust so groß. Ja, wir haben uns auch alle gefragt, wie denn wohl diese Klobürste da in den Po gekriegt. Aber weißt du, das stelle ich mir noch schlimmer vor als diesen Penisbruch, über den wir gerade schon gesprochen haben. Weil da ist ja alles zerfleischt. Ja, und vor allen Dingen reißen die sich die Vorhaut ja regelrecht ab. Ja, die Eichel ist auch aufgebaut. Ja, natürlich, wenn man Pech hat. Ne, also das ist unglaublich. Also ich sag mal, wenn man erfährt es nicht jeden Tag, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn man eine ganze Zeit den Beruf ausübt, hat man schon den einen oder anderen Kandidaten dabei. Was passiert denn dann chirurgisch, wenn jetzt die Eichel richtig zerfleischt ist, durch einen... So schlimm habe ich es noch nie erlebt. Schon hast du nicht gehabt, ne? Aber ich habe nur einen Vorhautabriss erlebt. Na gut, das geht ja dann noch. Dann macht man die Vorhaut halt ab und dann Blutstillung, aber... So schlimm, also ich kann mir schon vorstellen, wenn einer so einen richtigen Vorwerk hat, ja, das ist schon übel. Ja, das ist wirklich... Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht den Penis irgendwann amputieren muss, wenn er so... Das wollte ich dich fragen, genau. Das hast du nie erlebt, das ist eine Amputation. Also das habe ich in der schlimmen Form Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber ich bin ja ganz erschüttert, wenn du sagst, das waren ältere Männer. Das heißt, die müssen es doch nun wirklich wissen. Wenn das Jungs machen, dann kann man ja sagen, na okay, komm, wenn die ein 14-, 15-jähriger Junge das vielleicht... Aber ältere Männer, die wissen irgendwie auch, wie so ein Staubsauger gebaut ist und... Tja, das ist schon, ich weiß es auch nicht, vielleicht hat es auch damit zu tun, vielleicht sind sie Witwer oder alleinstehend. Na gut, aber... Müssen sich da irgendwelche Praktiken, ich weiß es nicht. Aber es ist schon unvorstellbar. Aufgrund deiner Erfahrung, kamen mehr Männer oder mehr Frauen mit solchen Verletzungen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also die Fälle, die ich in meiner Zeit jetzt in der Anästhesie erlebt habe, waren es mehr Männer. Mhm. Ja, mein gut, ich habe auch Frauen erlebt, die, sagen wir mal, so Warmbackspießchen gemacht haben. Mhm. Oder die dann während des Sexausübens sich da mit Warmwachs irgendwie versucht haben, die Schambehaarung zu epilieren. Ja. Und die sich dann da irgendwie, wir haben uns das dann vorgestellt, weil es war eine Frau gewesen, die hat die ganze Harnröhre voller Warmwachs gehabt und konnte dadurch nicht mehr pinkeln und hatte dann wohl Rückstau in den Harnleitern und kam dann mit Schmerzen zur Aufnahme. Und wir haben dann die Frau 2 Stunden lang zystoskopiert. Also wie gesagt, wurde dann in die Blase reingeguckt und dann wurde wirklich filigran dieser Warmwachs da rausgepult. Ja, und da frage ich mich manchmal, mein gut, jeder soll so leben, wie er möchte und auch seinen Spaß haben, so wie er möchte. Aber mitunter frage ich mich, was das manchmal so soll. Die machen sich, glaube ich, manchmal gar keine Gedanken, was für Konsequenzen hinter solchen Spielchen auch. Aber das ist der Wachs, der muss der Wachs ja regelrecht da reingehen. Ja, eben. Wir haben uns dann vorgestellt, die muss sich ja regelrecht reingesetzt haben. Irgend sowas, ja. Aber man, also, wie gesagt, ich habe, wie gesagt, diesen einen Vaginaleinriss erlebt und dann, wie gesagt, diese Warmwachsgeschichte und ein Schwerkörpereinriss. Also, man macht das ja schon ein paar Jahre, aber das ist also nicht die Häufigkeit. Aber man erlebt es schon. Ja, das muss man schon sagen. Ja. Sabine, das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Bist du immer noch in dem Job im Moment? Ja. Ja. Das stelle ich mir auch einen sehr harten Job vor. So. Ja, ich bin zurzeit jetzt, ich bin jetzt wieder auf der Intensivstation, also ist schon nicht einfach zurzeit. Hast du gerade Dienst im Moment? Nein. Nee, das nicht. Ja. Nein. Weil uns oft Leute in Krankenhäusern nachts gucken oder sehen, wenn die zwischendurch frei haben und da läuft das irgendwo. Sabine, das tut uns auch oft, wenn wir Nachtdienst haben. Ja. Danke für den Anruf, alles Gute dir. Vielen Dank, ich wünsche dir noch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit der Melanie. Und Melanie ist 29 Jahre und hat auch zu unserem Thema verletzt beim Sex angerufen. Hallo Melanie. Hallo Domian. Was ist dir passiert? Also, ich habe eigentlich 2 Sachen. Einmal eine Verletzung beim Sex und einmal wurde mir eine Verletzung mehr oder weniger durchgeführt, wo ich hinterher beim Sex Schwierigkeiten habe.
Fangen wir mit der ersten an. Genau, ich muss eine kurze Vorgeschichte. Ich hatte als ersten Partner hatte ich einen Mann, mit dem war Sex halt nur im Dunkeln möglich und der war halt so, ja, er war noch Jungfrau, ich war Jungfrau und das war alles sehr, ja, eintönig und gediegen. Warum wollte der nur im Dunkeln? Hat er sich geschämt? Ich denke mal Scham. Der war etwas kräftiger und ja. Wollte mir halt ja seinen Körper nicht ganz so präsentieren. Mhm. Okay. Und danach hatte ich dann halt einen Partner, der war sexuell aufgeschlossen. Mhm. Und ich war sehr neugierig und hatte auch viel Spaß dabei. Und ja, nach 3 Wochen kam es dann halt zum ersten Geschlechtsverkehr. Mhm. Und es hat Spaß gemacht, es war auch das volle Programm. Und irgendwann danach haben wir dann festgestellt, die ganze Matratze, das Bettlaken, alles war voller Blut. Mhm. Und wir hatten jetzt gedacht, ich hätte vielleicht unverhofft meine Tage bekommen. Ja. Weil das war eine Zeit, da hatte ich sie noch unregelmäßig. Ja. Ich bin dann völlig erschrocken ins Badezimmer gelaufen, habe dann auch dementsprechend eine Blutspur hinterlassen, weil ich voll war mit Blut. Mhm. Und bin in die Badewanne gegangen und habe halt eine Scheinspülung gemacht, habe mich gespült und hinterher war es dann auch gut. Ja. Parallel dazu ist mein damaliger Freund auch im Badezimmer gewesen, hat sich seinen Penis am Waschbecken gewaschen. Ja. Und er wusch sich und es wurde nicht sauber. Mhm. Also war er die Ursache der Blutung? Ja, genau. Ja. Und er war halt auch noch der Meinung, ja gut, Regelblutung, er hat das auch nicht für übel genommen. Und Was war denn da passiert bei ihm? Er hatte einen Vorhautriss. Ein Vorhautriss? Ja, aber das, genau da zwischen Eichelschaft und Vorhaut, da ja. ist doch auf der Rückseite des Penis irgendwie eine Verbindung. Und hat er das nicht gemerkt? Hatte er keine Schmerzen? Nein. Nein. Nein, gar nichts. Er hatte so guten Sex, da war er völlig betäubt und hat gar nichts gemerkt davon. Ja, ich hoffe. Es war halt so, also wir waren auch fertig und wie gesagt, es fiel uns dann auch erst 3-4 Minuten hinterher auf. Ja, was habt ihr dann gemacht? Oder was hat er dann gemacht? Ja, das Problem war, es blutete, es spritzte wirklich richtig raus, weil ja. es ein Körperende und ja. wenn man sich am Finger oder am großen Zeh oder was schneidet, dann hört es einfach nicht auf. Ja. Und es hat nicht aufgehört und wir haben dann, so peinlich das war, haben wir dann auch einen Krankenwagen gerufen. Mhm. Und ich war gerade in der Lehre zur Arzthelferin. Ich wusste wirklich besser zu helfen, als das Ding abzubinden. Mhm. Das hat aber nicht wirklich was gebracht. Wie, den ganzen Penis abgebunden? Ja, genau. Ja. Also vorne. Ich habe dann versucht, irgendwie die Vorhaut über den Penis noch rüberzuziehen, was eigentlich völlig verkehrt war. Also es blutete weiter. Wie Schwein, also wirklich, als wenn irgendwas geschlachtet wurde und ja. also es spritzte richtig. Gott, der Arme, da muss er ja auch in Panik geraten sein, auch wenn es wahrscheinlich was Harmloses war, aber man hat ja doch Angst, wenn man das sieht, wenn das hört nicht auf zu bluten, dann kam irgendwann ein Sanitäter oder ein Notarzt. Ja, aber gar nicht mal, also er ist relativ locker dabei geblieben, es tat ihm wohl auch gar nicht so weh. Mhm. Was hat denn dann der Notarzt gemacht? Ja, der Notarzt. Also er wurde dann in eine Klinik gebracht und dann war so, wohl ein... Das konnte man vor Ort gar nicht machen. Da nein, das kriegst du nicht gestillt. Mhm, und irgendwie ist dann vom Urologen, ich weiß nicht genau, ich meine noch zu wissen, dass sie da wohl eine Naht gemacht haben oder dass sie irgendwas mit der Blutung gemacht haben, um das zu stillen. Ah ja. Und dann irgendwann war es auch gut. Das hieß dann für uns 6 bis 8 Wochen Startverbot. Ja. Und hinterher ist man die Sache natürlich auch ganz ganz langsam angegangen. Ja. Aber es war schon heftig. So, und die andere Variante, die du erzählen wolltest, war? Ja, das ist, ich habe einen 7-jährigen Sohn. Mhm. Und ich hatte eine unheimlich schwere Geburt. Mhm. Und ich hatte dann einen Arzt, der hat sich danach meinen Genitalbereich angeguckt. Mhm. Und er meinte, das bräuchte nichts genäht werden. Ja. Und dann kam aber eine übereifrige Anästhesistin, mhm. die hat sich dann auch nochmal meinen Genitalbereich angeguckt und war dann der Meinung, es müsste doch genäht werden. Mhm. Mhm. Und sie hat genäht und genäht und hat sich währenddessen auch mit mir unterhalten und ja, dann hatte ich dann halt auch diese 8 Wochen Schonfrist eingehalten. Mhm. Und wenn ich dann mit meinem Partner schlafen wollte, hatte ich tierische Schmerzen. Mhm.
Weil sie zu viel genäht hatte? Ja, sie hat zu viel genäht. Und, aber die hat mit dir gesprochen, während sie genäht hat? Ja. Ich nehme es ihr heute gar nicht mehr übel. Wahrscheinlich wollte sie mich ablenken, weil viele Frauen sagen, man merkt das Nähen gar nicht mehr. Ja. Weil die Geburtsschmerzen sind so stark oder was, aber ich habe es ganz schön gemerkt. Wahrscheinlich hat sie nicht genug dahin geguckt, sondern dich mehr angeguckt und hat nicht genau die Ausmaße mehr im Blick gehabt. Ja, kann gut möglich sein. Und so. Sie war auch erst, also sie war sehr frisch in ihrem Beruf. Und dann, was ist dann geschehen? Musste das denn wieder etwas chirurgisch geöffnet werden? Mir war es peinlich. Mir war es peinlich. Also wenn ich dann Geschlechtsverkehr hatte mit meinem Partner und es tat unheimlich weh. Ja. Und ich habe immer gedacht, na gut, da musst du einen sauren Apfel beißen, Augen zu und durch. Mhm. War natürlich irgendwo verkehrt. Ja. Und nach anderthalb Jahren hatte ich dann einen super Frauenarzt gefunden, dem ich mich dann anvertraut habe. Aber so lange hast du dich gequält? Ja, weil ich immer dachte, das war das erste Kind, ich war 21 Jahre. Ja, klar. Und konnte denn dieser Frauenarzt das ambulant bereinigen, sage ich mal? Oder der hat du mir dann eine Creme aufgeschrieben, die das Gewebe weich macht. Ah ja. Also ich konnte dann auch in meinem Genitalbereich, also richtig eine Naht fühlen. Ich konnte genau die Stelle fühlen, die mir wehtat. Und es ist auch manchmal passiert, dass es ein wenig geblutet hat. Ist denn das Problem dann mit dieser Creme gelöst worden? Ja, im Nachhinein. Aber das ist doch wunderbar. Das heißt, es musste nicht nochmal geschnitten werden. Doch. Ein Stück. Es ist ein Stück, aber das ist halt immer, weil dieses Narbengewebe dann halt schlecht heilt. Ja. Also es ist ein kleines Stück genäht und geschnitten. Ja. Und danach halt immer mit dieser Salbe. Aber jetzt ist alles wieder im grünen Bereich. Es macht jetzt wieder richtig Spaß. Und das höre ich sehr gerne. Wie das halt so ist. Melanie, danke für den Anruf und dir auch alles Gute. Ja, schön. Schöne Nacht noch. Dankeschön, ne? Tschüss. Jo, ciao. Oliver ist hier, Oliver ist 20. Hallo Oliver. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, Oliver. Auch nochmal zu unserem Thema verletzt beim Sex. Ja. Erzähl. Also ich habe mich verletzt beim Sex alleine mit mir selbst quasi. Ja. Und zwar lebe ich halt alleine in der Wohnung und ich habe quasi nicht so das beste Inventar an Möbeln und so. Also die Matratze war auch schon ein bisschen älter. Ja. Und irgendwann, also war halt so ein kleines Loch da so am Anfang und irgendwann bin ich halt auf die Idee gekommen, so während ich halt masturbiert habe, dass ich so das Loch ein bisschen ausweiten könnte. Wir sprechen von einem Loch in der Matratze. Ja. Ja. Also natürlich war normalerweise das Laken drüber, aber ich wusste halt, dass es da ist, weil ich das ja auch schon mal gewechselt habe natürlich und so. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen, aus irgendeiner Laune heraus, das auch mal vielleicht ein bisschen auszuweiten, um mal zu gucken, ob ich das halt vielleicht als Ersatz nehmen könnte, weil ich auch schon länger keine Freunde mehr hatte. Verstehe. Und dann habe ich das halt irgendwann mal ausprobiert, also ich habe schon öfter dran gedacht, dann habe ich es irgendwann mal gemacht. Dann muss aber erstmal jetzt das Laken zur Seite geschoben werden. Ja, genau, ja. Das ging halt schon. Dann habe ich am Anfang halt natürlich erstmal vorsichtig geguckt, wie es sich so anfühlt und es hat mir am Anfang auch eigentlich recht zugesagt. Dann habe ich halt natürlich, um mich dann weiter zu erregen, immer heftiger irgendwann versucht, die Matratze zu penetrieren. Und was war denn das für eine Matratze? War das eine Federkernmatratze? Ja, Federkernmatratze, ja. Oh. Ich ahne Böses. Da hatte ich auch leider nicht dran gedacht, dummerweise. Ja. Und? Dann ist von dieser Federkernmatratze bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und dann habe ich auf einmal plötzlicherweise ein extrem Schmerz gespürt in meinem Glied, also wie ich das vorher auch noch nie gekannt habe. Und ich war einfach total im ersten Moment natürlich überrascht und geschockt und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und es war einfach so ein Schmerz, sowas kann ich noch nicht. Was war da passiert? Also Federkern heißt ja, da sind so Drähte in der Matratze. Was war genau passiert? Also, ich hatte mir an so einem Draht hatte ich mir halt an die Seite vom Glied wirklich aufgerissen. Also Und das blutete auch. Nachher, die Epidermis ist komplett durch und die oberste Schicht vom Schwellkörper wäre halt auch angerissen und geritzt. Oh weia, das heißt, du warst dann auch im Krankenhaus? Ja, ich war dann auch im Krankenhaus. Musstest direkt nach der Aktion, dann weil das so blutete und so wehtat, dann ins Krankenhaus?
Ja, natürlich. Also ich habe erstmal eine kurze Zeit da gehangen, aber ich habe auch gemerkt, dass es halt feucht wird und dass anscheinend auch Blut ausströmt. Und natürlich hatte ich dann Angst, nicht, dass ich da irgendwie nicht mehr loskomme und da verblute elendig. Ja. Habe ich dann irgendwann wirklich trotz der großen Schmerzen halt einfach so einen kleinen Ruck in Kauf genommen. Und ja, dann habe ich mich halt befreit auch. Ich glaube, dabei ist auch noch ziemlich ein bisschen weiter aufgerissen. Bist du denn noch selbst ins Krankenhaus gefahren? Oder hast du Nee, das habe ich mir nicht mehr zugetraut. Also ich habe, auch so peinlich es war, ich habe meinen besten Freund angerufen. Ja. Und ihm das halt so notdürftig geschildert und ihn einfach angeschrien, dass er sofort vorbeikommen soll und mich gefälligst ins Krankenhaus fahren soll. Hast du dich im Krankenhaus geschämt? Ja, tierisch, aber wir sind halt extra ins benachbarte Krankenhaus gefahren. Wo man euch vielleicht nicht so kannte. Ja, genau. Wie lange also dafür habe ich auch die paar Minuten mehr, also es waren schon irgendwie 20 Minuten länger. Kurze Antwort bitte noch, wie lange hat es gedauert, bis wieder alles in Ordnung war? Ja, also es ist jetzt insgesamt 4 Monate her. Und das nach ist okay. Nach 3 Monaten wurde ich Fäden gezogen. Alles klar, Oliver, wir müssen Schluss machen. Danke für den Anruf, alles Gute. Ja, gut, danke, ciao. In der Technik gut und haut.